Welcome to Take It From The Iron Woman. My name is Susanne Müller, your host and the Iron Woman. This podcast is about empowering yourself and others to make real changes in the world. You will hear from everyday, smart, sophisticated, hip people like you and me. Not everybody has to be an Iron Woman to impress the world. Together, we will learn from the sports and business leaders how you can become a more successful person as an entrepreneur or a leader. It's one step at a time, one day at a time. Take your steps now. Take your big steps now. Join me on this journey to success. This podcast is being sponsored by Get Loopy. On episode 41, you can hear the story of Isabel, the co-founder and CEO. Get Loopy, get a 20% discount off your first order. Getloopy.com. Wir haben von der Christa schon gehört und in der heutigen Episode hören wir von ihren Bücherempfehlungen. Ich bin gespannt, was sie uns wieder empfehlen. Und hast du ein Buch, wo du gerne mit den Leuten würdest teilen? Mehrere Bücher. Ich muss immer eine Autorin nehmen, weil ich kann mich nie auf ein Buch einigen. Ich finde aber zum Beispiel, es gibt eine britische Autorin, eine junge schwarze Frau, die heisst Talia Hibbert. Und die hat ursprünglich, glaube ich, einfach vor allem independently, also selbstständig publiziert und hat jetzt aber einen grossen Buchdeal gemacht, wo sie jetzt auch bekannter wird bei den Leuten, wo sie jetzt so ein bisschen im allgemeineren Umfeld bekannt wird. Und sie ist eine sehr junge Frau und schreibt unglaubliche Figuren. Also ihre Frauen sind immer sehr komplex. Meistens auch schwarze Frauen, die einen nicht einfachen Charakter haben. Mhm. Also, die entweder sehr zurückgezogen sind oder wo die eine hat so ein bisschen autistische Züge und kann darum nicht gut mit Leuten kommunizieren, außer mit ihrer Schwester. Eine andere Frau hat chronische Schmerzen, ganz schlimme, und das macht sie auch nicht immer einfach, um mit ihr zu sein. Darum hat sie auch viele Freunde verloren, weil die nicht haben verstanden, dass sie nicht mit in den Ausgang und nicht machen kann, was sie können, weil sie immer auf ihren Körper schauen muss. Und solche Frauen nimmt sie und beschreibt das so realistisch, dass man das Gefühl hat, sie kennt das wahrscheinlich. Das ist ihr Leben wahrscheinlich. Und dann betet sie die ein in Familien, immer viele Frauen, Grossmutter, Schwestern, wo auch sehr realistisch und wirklich herzerwärmend ist und auch lustig, immer sehr lustig, die Geschwister, die Beziehungen. Mm-hmm. Und nachher kommt irgendein ganz toller Mann. Und das ist eben auch nicht ein gefühlskalter Duke oder so, wo man muss erst beibringen, wie Gefühle gehen, sondern das sind Männer, die schon selber zum Beispiel in Therapie waren, weil sie ein Problem hatten und die jetzt weitergekommen sind und an sich arbeiten. Und wo fürsorgliche, liebevolle Männer sind, die nicht zusammenkommen mit diesen Frauen. Und das finde ich wunderschön, wunderschön, so etwas zu lesen. Mein Problem mit der Talia Hibbert ist, ich lese Romance nicht so fest wegen der Sexszenen. Also die stören mich nicht in dem Sinn. Aber ich weiss, ganz viele Leute lesen es und wollen, dass viel Sex vorkommt, weil das für sie ein ganz wichtiges Element der Liebesgeschichte ist. Und für mich ist das so, in diesen Büchern finde ich mal, das ist so gut eingebaut, das ist nötig gewesen, aber ich müsste es nicht immer haben. Ist echt nicht so wichtig für mich. Ich will die Romanze, ich will die romantischen Gefühle, die Sehnsucht und so. Das ist mir nicht so wichtig, dass sie explizite Liebesszenen haben. Ich lese auch, es gibt Fade to Black, also wo die Liebesszene nach dem Kuss so wie aufhört. Oder man weiss, es passiert, aber man ist nicht dabei, zum Beispiel. Ja, und das ist mir völlig gleich. Also, machen wir nicht. Ganz viele hassen das. Also, sie werden enttäuscht. Und bei Talia Hibbert ist das Problem einerseits, dass sie super gut ist mit intimen Szenen. Die sind sehr realistisch und sie beschreibt da, dass eine Frau irgendwie Ringe hat um den Bauch, weil sie nicht dünn ist. Oder dass sie nicht perfekte Menschen sind, sondern dass sie füreinander perfekt ausgesehen. Also der Mann findet eben genau ihre dicken Oberschenkel so sexy. Und das ist etwas, was sie super kann. Also wo das Körperbild, wo herkömmliche Romance sehr beschönigend ist, wie im Film quasi. Mhm. Jetzt so jemand wie Talia Hibbert sich befreit von dem. Aber sie ist in der Sprache ist sie so direkt, einfach auch vom Alter her. In dem Mann, sie ist um die 30 oder vielleicht nicht mal. Mhm. Die braucht Wörter, die ich einfach beim Lesen sehr rot werde.
Also für mich, Talia Hibbert, ich liebe sie zu lesen und ihre Sexszenen sind sehr wichtig, dass man sie auch liest, weil sie eben Sachen macht, die neu sind, wo ich noch nicht so viel gesehen habe in Büchern. Dass eben Schönheit von einer Frau, die nicht dem Ideal von der Presse oder von den Medien so entspricht, beschrieben wird. Das finde ich ganz wichtig. Aber gleichzeitig braucht sie einfach, hat sie so eine direkte Sprache, wie auch eine junge Frau in diesem Alter würde reden, nehme ich an. Mhm. Also ich kenne das nicht. Ich habe keine englischsprachige Freundinnen in diesem Alter, die mit mir über solche intime Sachen reden. Darum weiss ich es nicht. Und das ist für mich immer ein bisschen, wenn ich sie empfehle, oder? Dann sage ich, lese unbedingt Talia Hibbert. Und dann denke ich, oh, aber die Szenen, die sind einfach sehr direkt. Von dem es könnte Leute geben, oder, die das wie verschreckt. Ja, vielleicht muss man das auch sagen, wenn du sagst, die und die Schriftstellerin sollte man lesen, aber es könnte vielleicht sein, dass es ein bisschen direkt ist. Wenn man es vielleicht so sagt, dann ist es ändert. Aber manchmal denken dann die Leute, was liest dich die Christa für Bücher? Gut, das ist mir gleich. Das war mir immer gleich gewesen. Weil das ist ja ein altes Thema, dass die Leute sich geschämt haben, Romance zu lesen. Und darum war der Kindle so eine Revolution in der Romance-Welt, weil niemand mehr sieht, was du liest. Ja, genau. Also du kannst die sträubsten Sachen lesen, sehr explizite Sachen lesen und niemand weiss, du hockst in der U-Bahn und hast die Kindle und du könntest ja auch einen Fachartikel lesen. Ja, genau. Die Leute über das Buch einen anderen Umschlag gemacht, als man nicht gesehen hat, was sie gelesen haben. Ich bin sehr oft extra provokativ mit meinen Romance rumgelaufen. Gerade auch in Deza, ich kann mich gut erinnern und bin immer wieder angesprochen worden. Aber das ist mir sehr wichtig gewesen, auch eben vorher schon im Buchhandel. Man darf einfach Bücher nicht abmachen, die gute Unterhaltung sind. Ja. Im Gegenteil, ich meine, was macht dich glücklich im Leben? Vielleicht macht dich ein ganz anspruchsvoller literarischer Roman auch glücklich. Ich verstehe das schon, dass manchmal ein perfekter Satz oder so eine Darstellung, ich weiss doch nicht, von einem Gefühl, das so perfekt rausgeschrieben ist, das ist Kunst und da habe ich Respekt. Und ich habe auch Literatur gelesen, die mich sehr berührt hat. Ich mache das nicht ab. Was ich aber schade finde, ist, dass die Bücher, die die Leute einfach glücklich machen. Du nimmst das Buch und dann geht es dir besser. Mhm. Und ich hatte in der Buchhandlung viele Kundinnen, die schwer hatten, die reingekommen sind. Und du hast gesehen, sie haben, du siehst manchmal die Leute da, dass sie vielleicht nicht ganz gesund sind oder dass es vielleicht in der Familie Kummer ist oder so. Und dann gibst du doch denen nicht ein Buch über schwere, traurige. Und dann habe ich denen die Sachen empfohlen, die ich gewusst habe, da lächelst du nachher. Oder es gibt zum Beispiel, es gibt die Eva Ibbetson. Das ist unproblematisch. Die lebt da nicht mehr, das ist eine ältere Frau, die ist jetzt gestorben. Die hat wunderbare historische Romane mit Liebesgeschichten geschrieben und die lustigsten Kinderbücher, die man sich vorstellen kann. Also so reizend. Mhm. Und beides, ihre Kinderbücher empfehle ich allen. Also da musst du nicht ein Kind sein, sondern das extrem lustig finden. Und ihre sehr, sehr romantischen, historischen Geschichten. Ich habe es jetzt einen Moment nicht mehr gelesen. Vielleicht würde ich heute finden, ja, es ist sehr kitschig. Aber sie haben die entführt in eine andere Welt, in eine positive, schöne Welt. Und da musst du nicht über deinen Alltag nachdenken. Und manchmal willst du das einfach. Und darum sind die Kundinnen auch immer wieder zu mir gekommen, weil sie einfach wie gewusst, ich gebe ihnen etwas. Oder ich schaue sie auch nicht von oben herab an, wenn sie etwas wollen, wenn sie Rosamunde Pilcher lesen oder so. Ich habe jetzt das selber nicht gelesen. Aber ich bin überzeugt, dass die ganz vielen Leuten das Leben verschönert hat. Ich glaube es. Und die Filme, Frau Mono. Ja, die kenne ich eben nicht. Von dem eben, das stimmt für alle Medien. Wenn es dich glücklich macht, ist es für mich schon mal ein Gewinn. Und ja, zum Beispiel, ich liebe den Gabriel Garcia Marquez, wenn er von seiner Familie schreibt in Südamerika und dann heisst da noch einen und der noch einen. Und ja, manchmal das Gefühl, ich sei Teil von der Familie. Obwohl die Bücher sind immer sehr dick und es geht langsam vorwärts. Und manchmal denke ich, oh, jetzt ist jemand genug, aber dann, wenn ich die letzte Seite habe, denke ich so, jetzt bin ich nicht mehr Teil von diesem Buch. Irgendwie ist das eine Faszination, wie der hat das können schreiben. Ein Buch muss einfach einem selber gefallen und du bist in dieser Welt drin. Und ja, darum ist ja zum Teil die Serien auch so beliebt, also auch Buchserien. Selbstverständlich auch Fernsehen, aber da kenne ich mich nicht so aus. Ich habe einfach keine Zeit, zum Fernsehserien zu schauen. Aber Buchserien, weil da begegnest du immer wieder den gleichen Leuten. Und da merke ich, also da gibt es ganz tiefe Bindungen an die fortgesetzte Geschichte. Auch wenn es vielleicht mit neuen Hauptfiguren sind, kommen die alten Hauptfiguren wieder vor. Aber das hat auch ein bisschen den Effekt, du bist noch länger in dieser Welt. Wenn dir die Welt gefallen hat,
kannst noch länger dort leben. Und darum sind durch Buchserien auch etwas ganz Tolles. Und jetzt habe ich noch eine letzte Frage. Christa, wann kommt die Podcast raus? Du musst mich unter Druck setzen. Ja, genau. Ich muss liefern. Du hast es sehr schön gesagt, über Weihnachten werde ich ein bisschen frei haben. Also nicht ganz. Wir haben offen die Bibliothek. Aber ich habe vor, die Tage, wo wir Geschenke bekommen und wo wir ja möglicherweise nicht kein Familienfest feiern, werde ich hoffentlich mir die Zeit nehmen. Und das Mikrofon ist bestellt und ich habe auch sonst schon sehr viele Vorabklärungen getroffen. Eigentlich liegt es jetzt nur noch an mir, um endlich dahinter zu gehen. Also ja. Und ich nehme mir das sehr zu Herzen, mit dem einfach mal anfangen und mir eine Zeit zu setzen. Wir müssen es einfach mal produzieren und in die Welt rausschicken. Und wenn nur eine Person es hört, das ist schon genug. Viel Glück und in dem Fall schöne Weihnachten, produktive, kreative Weihnachten. Und danke vielmals, Christa, für das super Gespräch. Hat mich gefreut. Merci, merci. Ich danke dir. Alles Gute. Ja, danke vielmals. Das war cool, über Bücher zu reden. Bücher waren für mich immer sehr wichtig. Wie ich schon gesagt habe, als kleines Kind habe ich, glaube ich, immer auf Bücher geschlafen. Alles, was Bücher sind, ist für mich interessant. Take it from the Iron Woman. We had a very nice, very cool discussion about books. What are books for you? What kind of books are you reading? Take it from the Iron Woman. We have episodes every Monday, every Wednesday, or even more. And in different languages, we have episodes for everybody. Chime in, like us, write a review, and subscribe to Take It from the Iron Woman. And don't forget to order Get Loopy. If you order Get Loopy, getloopy.com, you get 20% off of your first order. And Take It From The Iron Woman is also a book. It can be ordered by Amazon as a paperback or an ebook. And coaching, mentoring, group coaching is available. Reach out. Let's have a discussion. The time is now. If not now, then when? Thank you so much.